In weniger als einer Woche habe die Ukraine 3000 Quadratkilometer, darunter 20 Ortschaften, zurückerobert. Die Gegenoffensive der Ukraine beflügelt nicht nur die Hoffnungen der Soldaten, sondern auch die der Zivilisten. Gott sei Dank haben wir die Gegenoffensive. Wir sind unseren Streitkräften, unseren Jungs und dem Mut unserer Helden dankbar. Die Ukraine wird siegen. Wir sind glücklich über die Befreiung unseres Landes. Ich bin sehr froh, dass unsere Streitkräfte unsere Gebiete befreien. Das ist eine sehr positive Sache. Stolz weht die ukrainische Flagge, wo sie neu gehisst wird. Doch der Siegeszug Selenskys bekommt am Wochenende einen Dämpfer. Feuerwehrmänner im Einsatz. Raketen schlagen örtlichen Behörden zufolge in ein Kraftwerk in Kharkiv ein. In dem Gebäude, das von der Rakete getroffen wurde, befanden sich zwei Beamte. Einer von ihnen wurde gefunden und ist tot. Die Suche nach dem zweiten ist im Gange. In weiten Teilen der Ostukraine fällt Sonntagabend der Strom aus. Betroffen sind die Stadt Kharkiv sowie die Regionen Donetsk und Sumy. Am Samstag vermeldet die russische Armee überraschend, ihre Streitkräfte aus Teilen der östlichen Region Kharkiv weiter südlich in die Region Donetsk umzugruppieren. Nach ihrer Niederlage im Gebiet Kharkiv ziehen sich die russischen Truppen, Angaben aus Kiew zufolge, auch aus Teilen des südlichen Gebiets Cherson zurück. In einigen Orten hätten die Besatzer dort bereits ihre Positionen verlassen, teilt der ukrainische Generalstab mit. Von ukrainischer Seite ist klar, wer für diese Bilder verantwortlich sei. Russland übe aufgrund der jüngsten Vorstöße der Ukraine Vergeltungsschläge auf wichtige Punkte der Infrastruktur aus. Angriffe, die sich 300 Kilometer südlich hoffentlich nicht wiederholen werden. Denn dort steht das Kernkraftwerk von Saporischschja. Das Atomkraftwerk musste bisher viel einstecken. Granaten und Raketen schlagen immer wieder auf dem Gelände ein, bisher ohne radioaktive Folgen. Es ist nicht klar, wer für den Beschuss verantwortlich ist. Die Kriegsparteien beschuldigen sich gegenseitig. Die Wahrscheinlichkeit für eine nukleare Katastrophe habe in den vergangenen Monaten zweifellos zugenommen. Die Gefahr ist aber zur gegebenen Stunde noch sehr gering, meinen Experten. Eine mögliche Rückeroberung des AKWs muss Selenskyj äußerst delikat angehen. Ein Beschuss wie bei dem Kraftwerk in Kharkiv könnte den Krieg unfreiwillig auf ein atomares Level heben.